durchs Bücherlesen auf. Deswegen immer alle Bücherregale anquatschen. Ah, okay. Lesen. Finde den Schlüssel zum Versteck von Hazak. Hä, wieso ist es bei mir noch aktiv? Wir haben den doch gerade umgebracht. Hä? Betrete das Versteck von Hazak. Jetzt gehe ich da nochmal rein. Ihr könnt dieses Tor im Moment nicht benutzen. Okay. Steht das bei dir auch noch da, mit, dass du den Schlüssel finden musst, oder? Nee, ich hab's abgeschlossen. Du bist auch bei mir jetzt unsichtbar. Na toll. Jetzt muss ich das nochmal machen. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Ich hab hier so einen Typen getötet und der hat es dann verloren. Den Schlüssel. Super, jetzt darf ich das nochmal machen. Ich bin frei. Und stehe in eurer Schuld. Flankieren! Das ist ja blöd, dass das in der Gruppe jetzt nicht so funktioniert. So, jetzt habe ich wenigstens den Schlüssel gefunden. Muss ich ihn halt nochmal umbringen. Ja, ich kann jetzt leider nicht nochmal mit reinkommen. Ja. Obwohl ich dachte, dass ich die Tür eigentlich aufgemacht hätte. Kari. Ah, ihr habt nicht den Willen dazu. Aber ich, Welpe. Alter, ist der stark. Boah, krass. So, durchsuche Hazak. So, jetzt habe ich ihn auch getötet, das heißt, jetzt können wir endlich wieder weitermachen. Gut, jetzt müsstest du mich eigentlich wieder sehen. Ja, jetzt bist du wieder da. Perfekt. Was habt ihr getan? Ja, was? Wir haben Hazak getötet. Dann habt ihr geschafft, was ich nicht konnte. Mein Mann ruht nun bei den Ahnen, frei von dem Skoma, dessen Sklave er geworden war. Wie jetzt? Das war ihr Mann, oder was? Also wir haben jetzt sozusagen ihren Mann umgebracht. Als er sagt, dass Skoma leidenschaftlicher in die Arme schloss als mich, habe ich ihm jede Möglichkeit gegeben, seine Freiheit zurückzuerlangen. Aber Skoma-Händler sind Sklavenhändler des Geistes. Als Hazak ein Geschäft aus seiner Sucht machte, gab es kein Zurück mehr. Wie habt ihr all diese Schmuggler denn getötet? Ich habe sie erst mit Giftpfeilen gelähmt und dann mit einer Klinge erledigt. Ich habe zu jedem von ihnen gesprochen, ehe ich ihm die Kehle mit einem Sichelmund zierte. Diese klauenlosen, glattrasierten hatten es dafür, dass sie Karis Vater in ihre schmutzigen Geschäfte hineingezogen haben, nicht anders verdient. Warum habt ihr nicht geholfen, Hazak zu töten? Ich habe die Inbrunst der Monde in euch bemerkt und euch ausgesandt, um Kari zu helfen. Das ist auch Hilfe, ja? Aber ich würde gerne wissen, wie mein Sohn sich gegen Hazak geschlagen hat. Hat er tapfer gekämpft, wie er es gelehrt wurde? Was soll ich denn da jetzt nehmen? Soll ich nehmen, dass er kaum geholfen hat oder dass er gut gekämpft hat? Ich glaube, wir sacken den Ruhm mal für uns ein. Er hat kaum geholfen. Und dann hat Kari noch viel zu lernen. Es reicht fürs Erste, dass er erkannt hat, dass die Verderbnis von Hazak in seinem Tod enden musste. Euer Erfolg treibt ihn dazu an, seine Technik zu verbessern. Mit der Zeit wird er seinen Ahnen Ehre machen. Wer seid ihr beiden genau? Azir Trajijazeri. Wir nehmen mit Gewalt, was uns zusteht. Beim Tanz der zwei Monde studieren wir den schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und Rache. Wir schulen uns darin, stets den Unterschied zu erkennen. Genießt euer Leben, Wanderer. Man weiß nie, wann einem die, die man liebt, aus den Händen gleiten. Okay, wir bekommen Hazaks Kettenhemd und 106 Gold. Kari, ihr habt getan, wozu Mutter nicht in der Lage war. Und ich bin schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Ich habe getan, was ich für richtig hielt, um die Ehre unserer Familie wiederherzustellen. Ihr habt euch unseres Namens als Da muss ich erstmal kurz gucken. Stufenaufstieg, Attributpunkte 1. Dann machen wir den mal wieder auf Ausdauer. Dann müssen wir eure Ausbildung abschließen. Und dann nehmen wir hier bei Zweihänder
Ach, da kann ich gerade gar nichts machen. Okay. Rüstung, die schwere Rüstung, kann ich da eventuell? Konstitution. Dann mache ich nochmal Konstitution. Perfekt. So, und jetzt könnten wir wieder den Hauptquest weitermachen. Ein Sturm am Horizont. Aus irgendeinem Grund habe ich das Quest gar nicht mehr. Kann das sein, dass ich das schon abgegeben hatte und du hast bloß nicht abgegeben? Bei mir steht ein Sturm. Sprecht mit dem Bootsmann. Sprecht mit dem Bootsmann? Ja. Sprecht mit dem Bootsmann wird bei mir da angezeigt. Okay, dann gehen wir mal dahin. Oder hast du schon mal mit dem Bootsmann gesprochen, oder? Also ich weiß, dass ich ganz am Anfang mit einem Bootsmann gesprochen hatte. Vielleicht musst du es einfach nochmal teilen, das Quest. Weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Es würde jetzt ein Spaß werden, da hinzurennen. Oder kann man da auch per Schnellreise hin? Wo ist denn das? Das ist... Wenn ich es jetzt auf der Karte finden würde... Da bei der Stadt, gleich am Anfang. Also südlich bei der Stadt. Ja. Wir können uns zumindest zu dem einen Wegschrein da teleportieren. Geht das über die über die Karte, oder? Ja, über die Karte und dann... klickst du den links an, den Schrein, und dann musst du nochmal bestätigen. Kostet halt Geld. Verdammt, wo bin ich jetzt gelandet auf der Karte? Bist du schon gereist? Nee, noch nicht. Nee. Ich muss erstmal... Wo ist denn da ein Schrein? Nicht direkt da nördlich von dieser kleinen Stadt ist so ein Schrein. Aber ich hoffe, ich habe den gefunden. Ach da, der Wegschrein. Kostet 49 Gold. Mhm. Kann man mal machen. So. Dann... Ist übrigens ein Quest für mich. Zum Gruß. Kannst du das auch annehmen? Nee. Bei mir wird hier nichts angezeigt vom Quest. Okay. Viele an meine Bekanntschaft vom Strand steht hier. Nö, hab ich nicht. Ich muss wahrscheinlich erst das mit dem Bootsmann da abschließen. Jetzt habe ich einen Sturm am Horizont begonnen. Okay. Es ist jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Untersucht den Tempel der trauernden Quellen. Wollen wir vielleicht noch... Achso, du bist schon runtergegangen. Ja, ich renne jetzt erstmal schnell zu dem Bootsmann. Ja. Sprech mit dem Bootsmann, findet Rasum da bei dem... Bei wo, wo soll ich ihn finden? Toll, jetzt muss ich in die Stadt gehüpft. Hä? Wo ist denn der? Ich bin jetzt hier an der Stelle, wo ich mit dem reden soll, aber der ist nicht da. Das hatte ich gestern auch, da musste ich reloggen. Moment, ich geh mal kurz raus. So, dann gehe ich jetzt nochmal rein. Weil der soll nämlich hier irgendwo stehen. Steht er da? Nee. Also ich habe gestern dann regeloggt. Oder nicht gestern, als wir das letzte Mal gespielt haben. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal raus, ausloggen. Ja. Hallo? Ausloggen. Ihr werdet das Spiel in 8 Sekunden verlassen. Und dann hoffe ich mal, dass der da steht.
So, spielen. Ich hoffe, das andere wurde jetzt wenigstens gespeichert. Das werden wir gleich sehen. Ja. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass du nochmal mit Rasumdar hier sprechen musst. Jetzt steht er jedenfalls da. Okay. Willkommen auf Kenartis Rast, mein Freund. Der Orkan muss wirklich schrecklich gewesen sein. So viele verletzt, verwirrt. Sprecht leise. Versucht keine Aufmerksamkeit zu erregen. Das hatten wir doch, glaube ich, schon mal gehabt. Willkommen auf Kenartis Rast. Ja, also ich glaube nämlich, du musst das Quest nochmal machen. Och nö. Rasumdar ist auf einer durchaus. Also ich dachte nämlich, wir hätten das schon gemacht, Frage. Das Quest. Woher kamt ihr denn? Woher kamt ihr denn? Ich muss das Quest nochmal machen? Ein dädrischer Vier lügt so überzeugt, dass, weil ihr kein Soldat. Sprech mit dem Kommandanten. Mit der Kommandantin Karinit. Ja, das haben wir schon mal gemacht. Oh, wie nervig. Kommandantin Karinit, einen Moment. Ich bin froh, dass ihr wieder... Wir haben ja, gut, dann klicke ich mich da jetzt eben mal schnell durch. Ja, es ist ja großartig. Hallo. Ealsir, dieser Rekrut würde gerne mit euch sprechen. Vorzüglich, nicht wahr? Wir müssen... Ja, der... Was? Ich habe... Wo ist der? Ja, ich renne gerade dem ganzen selben Typen hinterher. Bist du raus, oder was? Nee, ich renne ihm gerade hinterher. Wir sind noch in der Stadt. Wir gehen jetzt gerade Richtung Norden. Okay. Nein, jetzt packt die mit Steuerung auch noch rum. Nein! Ach, jetzt sehe ich dich wieder. Ah, jetzt geht die Steuerung wieder, Gott sei Dank. So, wieder mit ihm reden. Da seht ihr, Ealsir Karinit. Oh, in Mist. Oder sucht den Tempel der trauernden Quellen. Jetzt weiß ich nicht, ob das neu ist. Aber das habe ich auch untersucht, den Tempel der trauernden Quellen. Das habe ich aber ganz woanders angenommen, das Quest. Okay, hast du das jetzt bei dir wieder drin stehen, oder? Das steht bei mir, untersucht den Tempel der trauernden Quest. Trauernden Quellen. Okay. Ja, dann können wir das ja jetzt wenigstens zusammen machen. Ja. Boah, das wäre jetzt ätzend gewesen, wenn ich das nochmal alles alleine mal hätte machen müssen. Ja. Aber ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. So, ist... Da hinten ist übrigens Holz. Irgendwo soll hier Holz sein. Ist aber nicht mehr da. Hat schon jemand anders eingesammelt. Schon wieder Eisen übersehen. Schon wieder? Ja. Ist ja wie bei Minecraft. Du hast Eisen übersehen. So, jetzt müssen wir irgendwie nach da oben kommen, glaube ich. Es wird jetzt schon wieder angezeigt, dass ich in die Stadt soll. Immer wenn ich zu nah an der Stadt bin, kommt das Feld, dass ich in die Stadt reingehen soll. Oder wurde das jetzt bei dem Update nicht gespeichert, dass wir die Quest schon gemacht haben? Keine Ahnung. Hm. Aber ich habe ja das Quest mit dem Tempel untersuchen ganz woanders angenommen. Okay. Hier gibt's auf jeden Fall nochmal... Eine Quest. Ein neues Quest. Ruhig, Vater. Ich werde nicht von eurem Vater verbrannte im Feuer. Mein Bruder wird vermisst. Srendar, habt Gnade. Was ist denn hier geschehen? Unsere Mondzuckerlager haben Feuer gefangen. Vater wollte unsere Lebensgrundlage retten. Er ist hineingelaufen und... Die Verbrennungen waren nicht sehr schlimm.
Aber der süße Rauch hat seine Lungen ruiniert. Ohne mächtige Medizin wird er den Tag nicht überstehen. Gibt es etwas, das wir tun können? Vater hat unser Alchemistenwerkzeug zu retten versucht. Wenn es das Feuer überstanden hat, könnte ich es gegen Medizin eintauschen. Bitte, das ist das Einzige, was ich tun kann, um meinen Vater am Leben zu halten. Diese fleht euch an, die Werkzeuge aus unseren Lagerhäusern zu retten. Okay, wir werden alle Werkzeuge suchen. Bitte, kehrt schnell mit dem Werkzeug zurück. Wenn ich es nicht gegen Medizin eintauschen kann, wird der Vater von dieser sterben. Okay, was baut ihr denn hier eigentlich für Pflanzen an? Ihr kennt Mondzucker, ja? Das Mondzuckerrohr gedeiht auf diesen Inseln sehr gut. Da die Khajiit ein Volk von Schleckermäulern sind, können sie gar nicht genug davon auf ihr Essen streuen. Wozu brauchen Bauern Alchemistenwerkzeug? Wir müssen unsere Schulden begleichen. Wie sollen wir mit den Erzeugnissen unserer Nachbarn auf dem Markt mithalten, wenn sie mehr Land besitzen als wir? Wir müssen uns der Alchemie bedienen, um bessere Pflanzen User zu züchten, ja? User left your channel. Was war denn das jetzt gerade? Da ist einfach gerade jemand in unseren Channel gejoint. Habt ihr bessere Pflanzen gezüchtet? Ja, unsere Pflanzen wurden dieses Jahr viel größer. Nicht, dass das jetzt noch etwas zählen würde. Ihr hattet erwähnt, euer Bruder wäre verschwunden. Ja, Sabanma hat das Gemüt eines Orkans. Nach einem großen Streit mit dieser ist er davongestürmt und hat uns mit zu wenig Tatzen zurückgelassen. Vater musste seine Reise nach Mistral absagen und jetzt ist er... Jetzt ist er tot wahrscheinlich. Okay. Was machst du da oben? Mein Herr. Ratten töten. Ah ja. Jetzt. Wollen wir jetzt erst das Nebenquest machen, oder? Erstmal das Hauptquest, nicht, dass das nachher wieder verpackt ist. Okay. Das müsste ja eigentlich noch aktiv sein. Wieso kann ich ihn nicht... Achso, der hat nichts dabei zum Plündern. Drum. So... Schon wieder eine Quest? Einen Augenblick, bitte. Ja, bitte. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Das Leben meines Meisters ist in Gefahr. Was ist denn geschehen? Ich bin Teil einer Expedition vom Adlerstrand. Als wir den Tempel der trauernden Quellen erkundeten, haben sich die Toten erhoben. Die anderen sind geflohen. Aber mein Meister ist nicht herausgekommen. Aurelion hat mich gelehrt, wann man um Hilfe bitten sollte. Also tue ich das nun. Wobei soll ich euch denn helfen? Zwei magische Schutzzauber versiegeln den Tempel. Einer ist mit dem Zeichen eines Skorpions versehen, der andere mit dem einer Spinne. Wenn ihr die Untoten fernhaltet, während ich die Schutzzauber breche, können wir gemeinsam nach Aurelion suchen. Wie wäre es damit? Okay, wir werden euch helfen. Ich bezweifle nicht, dass Aurelion auf sich aufpassen kann, aber wenn er da drin gefangen ist, dann müssen wir ihn rausholen. Warum wart ihr denn im Tempel? Mein Meister und ich hatten nach dem Schiffbruch wenig zu tun. Als die Einheimischen einen Tempel erwähnten, dessen Brunnen nie versiegen, haben wir sofort Nachforschungen angestellt. Ealziel hat natürlich darauf bestanden, sie anzuführen. Ealziel hat den Traunenstein am Adlerstand studiert. Ah, also habt ihr ihn schon getroffen. Mein Meister nennt ihn Aaltöter, wegen irgendeines Experiments, das vor vielen Jahren fehlgeschlagen ist. Der trauernde Stein, den ihr gesehen habt, stammt aus diesem Tempel. Ealziel hatte ihn kaum entfernt, als sich auch schon die Untoten auf uns stürzten. Habt ihr denn was über den Stein erfahren? Aurelion dachte, man könnte damit das Wetter kontrollieren und vielleicht sogar einen weiteren Orkan verhindern. Ealziel war natürlich anderer Meinung. Er bestand darauf, ihn am Adlerstrand weiter zu untersuchen. Mhm. Okay. Ist da hinten etwa noch eine Quest, wenn ich das da oben auf der Karte richtig sehe?